Es geht wieder los. Und ich weiß nicht, was da sich hinten verbirgt. Was? No. Erinnerungen können ungewiss sein. Erinnerungen können leicht von anderen verdreht werden. Deshalb sollten wir sie stets pflegen. Das heißt? Ah! Boah, plötzlich steht sie neben mir. Oh, das schaut jetzt noch schöner aus. Nein. Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Nein, das war ein Tier. Nein, ich setze mich jetzt mal hin. Ich werde jetzt nur mal meine Munition aufstocken. Weil ich kann sowieso nichts anderes machen. Guckt euch das an. 25.000. Nein. Geht alles nicht mehr. Stattdessen werde ich jetzt meine Schaden nachlade, Magazin, Schaden. Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate. So, und jetzt bin ich pleite. Kopf, mein Lieber. Ja, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wie es weitergeht. Ach, ich speichere jetzt da mal. Ich habe echt keinen Plan jetzt. Oh, mein Magen knurrt, ich sollte mal was essen. Ja, grausame Dinge, jetzt möchte ich es beschreiben. Ja, ich möchte es. So, wir gehen jetzt wieder zurück. Und jetzt machen wir mal die Tür auf. Das bedeutet nichts Gutes, ja. Und ich habe das Gefühl, dass uns wer verfolgt. Achso. Ich kann nicht steuern, ja? Und jetzt? So. Da ich ja meine Waffe ein bisschen getuned habe, werde ich sie jetzt da mal laden. Und dann, wenn mal irgendeiner so herkommt, dann geht's dann pam und... gestorben. Nein. Schaut aus wie ein Friedhof. Manche lang nicht mehr in einem Friedhof. Warte, das Haus habe ich schon mal gesehen. Das erinnert mich irgendwie an Pinefield Drive. Keine Ahnung, das war auch irgendwie so in der Mitte. In der Mitte war ein Brunnen. Wie sind die hergekommen? Du. Es geht ganz einfach, du fantasierst so oft. Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der so oft, fantasieren. Wie oft wurde ich schon dorthin gebeamt, das ist bei denen wahrscheinlich genau das Gleiche, glaube ich. Hey! Halt, verdammt! Haben irgendwie nicht reagiert, irgendwie, was wär's denn, egal. Und nun? Kapitel 9, grausame Absichten. Okay. Nette Sachen gibt's dort. Wir nehmen aber trotzdem den Revolver. Kann man da was kaputt machen? Ich finde es cool, dass man sowas einschlagen kann. Warum guckt er jetzt komischerweise in den Kamin so komisch rein? Da kann man auch rein. Und wieder was zum Lesen. Okay, das ist nicht viel. Endlich habe ich einen Weg gefunden, die Pforte in einer neuen Welt. Es ist alles hier direkt vor meiner Nase. Ich bin entsetzt und wütend, dass ich es nicht früher erkannt habe. Dieser Vorgang, um die Psyche eines Menschen zu brechen, auszulöschen und mir selbst Freiheit zu geben, ist so offensichtlich. Und jetzt, wo ich erkenne und alles, was ich brauche, direkt vor mir liegt, habe ich das Gefühl, es gäbe es nichts mehr, das ich tun könnte. Ich habe alles, was ich wollte, alles, was ich verloren hatte. Aber ich brauche Ressourcen. Jimenez, dieser Schwachkopf wird endlich seinen Unterhalt verdienen. So, fertig. Eine Vase, da könnte ein Schlüssel sein. Oder auch nicht. So, wir machen da mal auf.
Keine Reaktion. Ah, das habe ich ja schon verbaut. Ich drücke immer auf diese... Ach ja. Ich habe bis jetzt noch nie einen Fehler gemacht. Jetzt kann ich mir nämlich einen Bolzen machen. Nein, wir möchten keinen Blendbolzen. Wir möchten keine Harpune. Wir sind die Explosiv eigentlich am liebsten. Ja, machen zwar nicht viel Schaden. Na, eigentlich schon. Du kannst wieder aufstehen. Kurze Unterbrechung, ich habe nur... ich habe jemanden helfen müssen. Wo bin ich stehen geblieben? Warum sind da eigentlich so viele Fallen? Wer braucht denn so viele Fallen? Die kann man jetzt eh alle... Die kann ich ohne Probleme knacken. Oh. Wir sind nicht alleine. Ich glaube, mit meinem Schwierigkeitsgrad, also die nächste Stufe, würde der Pfeil etwas schneller gehen. Da kommt jetzt irgendein Jumpscare-Effekt. Ja, alles blau. Was haben wir hier? Oh, ein Gehirn. Cool. Das, was mir persönlich auf die Nerven geht, ist einfach, dass dieser Idiot kommt, mit einem Schlag mich kaputt macht. Kein Plan, was ich jetzt machen muss. Ach. Wir sehen uns gleich. What the fuck? Da war ja gar nicht drinnen. Ja, Leute, da bin ich wieder. Was? Die waren ja gar nicht drinnen. Haben wir gedacht, ja, ich zeig euch das jetzt. Oh, seid ihr geblendet, tut das weh. Oh mein Gott. X paar Bullen explosiv, wir stellen einen her, wir nehmen die das. Ja, sie haben mich jetzt gesehen. Die sind jetzt voll stinkig auf mich. Ich glaube, das war ein Fehler. Ach komm schon. Ah, ich mag das, wenn die zerfleischt werden. Das haben die davon, weil die so wunderschön sind. Wieso taucht der jetzt früher auf? Oh mein Gott, Hilfe! Sesam, öffnet! Oh, solltest weniger rauchen, mehr Sport treiben, aber das machst du. You going me on the nerven? Ist das eine Art Intervall, dass er immer... Also sollte ich mich doch ein bisschen beeilen. Was ist das für ein Schlauch am Boden? Ich habe meine Waffe getunt. Du kannst jetzt ein Stück näher kommen. Und ich werde dir deine verdammte Birne wegblasen. Ah, da sehen wir uns jetzt auf, was das auch immer war. So, ich beeile mich jetzt aber, sonst kommt er wieder. Was haben wir hier? So, schaust du schnell an. Umsehen, was? Umsehen. Verband Nummer 58, Test 92A. Elektrodenplatzierung an MT halten, RC. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Simulation von Sektion F7 der Neokortex-Region ist eingelegt. Wieso bekomme ich jetzt Leben ab? Hä? Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Na prima. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Ah, Gedanken. Ich bin beeindruckt. Warum sind Sie zurück? Ich habe Ihnen keine Erlaubnis gegeben. Komm, wir sind doch beide Wissenschaftler. Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen und Erkenntnis. Zeig mir deine Experimente. Ich kann dir auch vieles beibringen.
Sie würden sie nicht mögen. Sie fänden sie ekelhaft. In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien abstoßend finden. Ich habe auch schon vieles getan, das für andere geschmacklos ist. Sie denken, ich bin sowas wie ein Monster. Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres. Dabei ist doch dein Verstand das, was wirklich zählt. Das ist Marcello. Ist der andere Ruvik? Okay, ich brauche wahrscheinlich da nichts mehr machen. Das nehme ich mal schnell, bevor der Typ da kommt. Es gab eine Tür, da konnte man speichern. Alter Schwede, mach das nie wieder, Metal. Das war jetzt wirklich ein geiler Jumpscare-Effekt. Mich gern haben. Ich laufe jetzt weg von dir. Ja, das ist die Türe. Schnell da rein. Weil ich möchte nämlich speichern. Ich hab's gewusst. Sollten Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen? Was muss ich? Achso, das Gel, was ich gefunden habe. Ja, Sekunde. Ich möchte nur mal schauen, ob ich noch was habe. Gar nicht, alles schon. Kann man sich keinen Schlüssel kaufen oder so? Nee, ich will jetzt einfach nur speichern. Grausame Absichten annehmen, speichern. Gut, das war's auch schon. Jetzt gehe ich wieder zurück. Gut. Ich hoffe, dass der nicht wirklich zwischendurch mal kommt, der Ruvik, so heißt er. Und mir auf die Nerven geht. Scheint das eine rote Flüssigkeit zu sein. Okay, davon gibt's noch zwei. Ja, passt. Ich habe kein Schachtel mehr. Eine ist oben, eine ist auch hier. Sollte man auch zwischendurch hineingucken. Da ist auch eine Vase, da gucken wir jetzt auch hinein. Da ist nichts drin. Wir haben jetzt endlich Streichhölzer, wir können jetzt was anzünden. Ah, okay. Hey, da liegt was. Ja, ich kann mich verstecken. Von wem leicht? Hebt er das alles auf? Ich habe das Gefühl... Ich mag keine... Warum guckt er immer so seitlich? Da ist ja nichts. Ah, super. Leben. Da. Ich möchte gar nicht wissen, wer das ist, wer das... Ja, man kann sich verstecken. Ach nee. Ich kann euch nicht sagen, was das ist. Aber ich habe das Gefühl... Warte, das kann man kaputt machen. Ich habe das Gefühl, dass es ein, ich will nicht sagen ein Boss ist, aber eine nicht angenehme Kreatur. So. Ah, da gibt es noch etwas. Guck da mal. Sobald du hier auftauchst, ab da ist schon Ende. Oh, wir haben etwas zum Verbrennen auch noch.